Die ägyptische Kultur blüht auf und die Bevölkerung wächst. Um der Verwaltung des Königreiches und den Göttern zu dienen, wurden neue Berufsstände eingeführt. Schreiber und Priester unterstützen den Pharao in seinem Umgang mit dem Militär, den Menschen und den Göttern. Diese neuen Spezialisten gewannen schnell an Bedeutung und wurden überlebenswichtig für die ägyptische Zivilisation. Im Norden, westlich des Nildeltas, haben Späher libysche Brandschätze entdeckt, die sich einer der heiligsten Stätten Ägyptens nähern. Heliopolis, das zu Ehren des Sonnengottes Ra erbaut wurde. Als der Hohepriester des Haupttempels der Stadt und als Armeeschreiber des Pharaos wird ihnen befohlen, diese Räuber um jeden Preis zu stoppen. Die Priester der Stadt haben ihre Dienste angeboten, um die Armee zu unterstützen. Sie müssen jedoch Vorsicht walten lassen, denn die Libyer führen eine Belagerungsmaschine mit sich, um die Stadtmauern zu zerstören. Diese Maschine könnte unserer eigenen Armee sehr nützlich sein. Also hat ihnen der Pharao befohlen, die Steinwurfmaschine zu erobern, anstatt sie zu vernichten und sie in das Stadtzentrum von Heliopolis zu bringen. Okay, Ziele erobern, in Klammern bekehren, sie die Steinwurfmaschine und bringen sie diese in das Stadtzentrum. Ah na, endlich, hier kommen unsere Vololo-Krieger zum Einsatz. Warte ich ja die ganze Zeit drauf. Feindliche Einheiten bekehren. Um feindliche Einheiten zu bekehren, klicken Sie auf einen Priester und rechts klicken Sie danach auf die zu bekehrende Einheit oder klicken Sie auf die Schaltfläche bekehren und klicken Sie danach auf die zu bekehrende feindliche Einheit. Die Einheit wird daraufhin zur Zivilisation des Priesters bekehrt. Die Entwicklung von Leben nach dem Tod im Tempel vergrößert die Reichweite der Priester, um Militäreinheiten zu bekehren. Die Entwicklung von Monotheismus im Tempel erlaubt es Priestern, Gebäude und feindliche Priester zu bekehren. Um Gebäude zu bekehren, muss sich der Priester neben das Gebäude begeben. Boote weisen die doppelte Resistenz gegenüber Bekehrungen auf wie andere Einheiten. Streitwagen sind ebenfalls resistent gegenüber Bekehrungen. Die Entwicklung von Astrologie im Tempel erlaubt es Priestern, Einheiten schneller zu bekehren. Priester müssen ihre Stärke nach jedem Bekehrungsversuch regenerieren. Die Glaubensprozentzahl wird im Statusfenster am unteren Ende des Bildschirms angezeigt. Die Entwicklung von Fanatismus erlaubt es Priestern, ihren Glauben schneller zu regenerieren. Priester bekehren automatisch Einheiten in der Nähe, bis sie angegriffen werden. Wenn der Priester eine Einheit bekehrt hat, wird er untätig, bis er einen neuen Befehl erhält. Wenn ein Priester ein leichtes oder schweres Transportschiff bekehrt, das Einheiten transportiert, so wird das Schiff bekehrt, aber seine Ladung nicht. Bekehrte Einheiten behalten ihre Attribute, Angriffsstärke, Reichweite etc. bei. Sie können nicht aufgerüstet werden. Von ihnen entwickelte Technologien haben keinen Effekt auf bekehrte Einheiten, mit Ausnahme von Monotheismus, Astrologie, Fanatismus, Ballistik, Belagerungskunst. Priester können keine Dorfzentren, Wunder, verbündete Dorfbewohner, Militäreinheiten oder Gebäude bekehren. Also verbündete Dorfbewohner, Militäreinheiten und Gebäude. Okay. Gegeneinheiten. Das ist vielleicht ganz wichtig. Da habe ich mir nämlich nie Gedanken drum gemacht. Jede Einheit in diesem Spiel hat ihre Schwächen und es gibt Gegeneinheiten, die verhindern, dass diese das Spiel dominieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Bogenschütze im Werkzeugzeitalter. Die Fernkampfeinheit des Werkzeugzeitalters ist kostengünstig und kann feindliche Einheiten schnell angreifen und sich wieder zurückziehen. Dies macht es sehr schwierig, Bogenschützen in großer Anzahl zu schlagen. Eine gute Antwort auf eine große Anzahl von Bogenschützen sind Schleuderer. Schleuderer können in Kasernen ausgebildet werden und kosten Nahrung und Steine. Neben einer starken Rüstung haben Schleuderer auch einen versteckten Bonus im Kampf gegen alle Fernkampfeinheiten, was sie zu einer perfekten Antwort auf eine große Anzahl an Bogenschützen macht. Das ist gut zu wissen. Hinweise: Bekehren Sie die Steinwurfmaschine und sorgen Sie dafür, dass diese nicht vom Feind zerstört wird, bevor Sie ihr Dorfzentrum bringen können. Eine mögliche Strategie ist es, ihre Ressourcen zu nutzen, um eine große Armee zu erschaffen und alle feindlichen Einheiten zu zerstören, welche die Steinwurfmaschine bewachen, bevor ihr Priester diese bekehrt. Eine weitere Option ist es, sich langsam anzunähern und ihren Priester dazu zu nutzen, die unterstützenden feindlichen Einheiten nacheinander zu bekehren, bevor sie die Steinwurfmaschine bekehren. Falls die Priester getötet wird, können sie die Goldvorkommen in der Gegend abbauen und zusätzliche Priester erschaffen. Der Feind verfügt über viele Bogenschützen. Es ist eine gute Idee, einige Schleuderer auszubilden, um ihren Priester zu beschützen. Da Schleuderer sehr stark gegen andere Fernkampfeinheiten, wie zum Beispiel Bogenschützen, sind. Okay. So viel zu dem, was wir machen sollen, aber vorher lesen wir uns natürlich wie immer die Geschichte noch durch. Die Ägypter entwickelten eine
umfängliche und variantenreiche Religion, basierend auf der Verehrung von ca. 2000 Götter und Göttinnen. Holy shit. Einige dieser Gottheiten wurden im ganzen Land verehrt, einige nur in speziellen Städten und andere nur in den Häusern der Menschen. Viele der religiösen Ansichten waren mit der Sonne und dem Nil verknüpft, die beide für die landwirtschaftliche Fülle verantwortlich sind, welche wiederum die Grundlage für Ägyptens Wohlstand darstellte. Mit Hilfe der Priester führten die Pharaonen über das ganze Jahr verteilt Riten aus, um die üblichen Überflutungen des Nils und die Bewegung der Sonne sicherzustellen. Für die größten Gottheiten wurden mächtige Tempel erbaut. Ein Tempel war weniger zur Verehrung gedacht, sondern er wurde als Heim auf Erden für die Götter und Göttinnen gesehen, denen er gewidmet war. Die Kultstatue, welche die Gottheit repräsentierte, wurde nur einige Male pro Jahr zu besonderen Festen gezeigt. Die zum Tempel gebrachten Opfergaben wurden von Priestern und Priesterinnen entgegengenommen. Die Menschen beteten eine Statue des Pharaos an, da diesem göttliche Kräfte zugeschrieben wurden, die dem Betenden in seinen Anliegen helfen sollten. Fragen an die Götter und Göttinnen wurden zur Beantwortung an die Priester gestellt. Eines der einzigartigsten religiösen Ereignisse in der ägyptischen Geschichte ereignete sich während des 9. Königreichs. Amenhotep IV., vermutlich der Vater des berühmten Tutanchamun, erschuf einen Kult um Aton, den Sonnengott Amenhotep IV. Was ist der Name? Also er schuf einen Kult um Aton, den Sonnengott. Amenhotep IV. benannte sich selbst, um in Echnaton zu Ehren des Gottes. Und während er auch die Existenz anderer Götter anerkannte, verehrte er nur Aton. Dies erschuf eine quasi monotheistische Religion. Der Einfluss dieses neuen Kultes war sehr gering und nach seinem Tod verschwand der Kult genauso schnell, wie er erschienen war. Der Niedergang des alten Königreichs erfolgte während der 6. Dynastie, 2345 bis 2181 vor Christus, als die Macht des Pharaos allmählich zugunsten der Regionalgouverneure abgeschwächt wurde. Innere Unordnung und gravierende Dürreperioden in Kombination mit ungewöhnlich niedrigen Nilüberflutungen bedeuteten für ein niedergehendes Königreich den letzten Schlag. Die Zeitspanne des alten Königreichs wurde von der ersten Zwischenzeit abgelöst, während der Ägypten für über ein Jahrhundert geteilt war. Ah. Na, dann gucken wir mal. Ziele: Liefere Steinwerfer zum markierten Gebiet, erobere Steinwerfer. Na, guck mal, hier mit Wellen und allem. Wo ist denn? Hier ist unser Priester. Also, Astrologie, Bekehrung und Heilungen sind 30% effektiver. Lebenspunkt für Priester verdoppelt. Polytheist mit Priester bewegt sich 40% schneller. Das will ich eigentlich alles haben. Zack. Mach den Bogenschützen platt. Also die werden sich höchstwahrscheinlich gegenseitig töten. So, ich brauche Dorfbewohner. Und zwar einige. Warum ist der Steinwerfer schon hier? Warte, ich sollte doch Steinschleuderer ausbilden, oder? Dafür habe ich noch nicht genug Nahrung. Lass mich hier einfach arbeiten. Warum greift die mich nicht an? Strange. Okay, die Mission war jetzt einfach.
Ich meine, hä? Warum ist er direkt da gewesen? Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Vor allem, dass sie mich halt nicht angegriffen haben. Ja. Ich würde sagen, das ging... Hätt! Ach, wisst ihr was? Ich bewege den noch nicht gegen zum markierten Gebiet. Wisst ihr was? Ich packe den aber noch nicht daneben. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umgucken. Was auch immer gerade ist. Ist zwar mein Priester gestorben dafür, aber... Hey. Hat sich gelohnt. Ich verstehe es nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass der auf der anderen Seite der Map ist und ich da mich erstmal mühselig hinarbeiten muss. Und nicht, dass ich nach 3 Metern den schon kriege. Nicht genug Steine. Ja, Steine muss ich auch abbauen. Kümmern wir uns mal darum. Kurzschwertkämpfer. Ja, es ist aber auch schon fast alles ziemlich hoch aufgewertet, muss man dazu sagen. Wir haben aber gar kein Gold, ne? Haben wir einen Stall irgendwo? Ah ja, habe ich gerade ausgewählt. Ups. Dann erkunde ich nämlich erstmal ein bisschen. Also wir können den ja jederzeit dazwischen bewegen. Ich wüsste halt gerne, was hier sonst noch so los ist. Ob das jetzt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, die KI einen Fehler gemacht hat, dass die direkt einfach mit dem Steinewerfer direkt vor die Basis gefahren ist. Ich meine, erfolgreich 2 Bekehrungen gemacht haben wir ja. Ich musste halt den Priester dafür opfern. Ah, hier ist Gold. Gibt's hier jetzt überhaupt noch Feinde? Noch mehr Gold. Mega tiefer Wald. Okay. Also, wie lange hat das jetzt gedauert? Eine Minute? Da sind Bogenschützen. Hm. Hi, ich bin nur auf der Durchreise. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich guck mich nur um. Wisst ihr was? Da das so schnell geht, löschen wir jetzt die Leute da unten aus. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6... okay, nicht 6. Aber fast 6. 5 von denen und dann machen wir noch ein paar Schwertkämpfer, würde ich sagen. Zombies. Zack. Ich meine, es wäre jetzt irgendwie ein bisschen billig, wenn ich den direkt daneben bewege. Türme brauchen wir eigentlich nicht im Moment. Ich glaube, die KI hat einfach direkt den Steinwerfer von hier nach da oben verlagert mit 2 Bogenschützen und das hätte sie nicht machen dürfen. Ja, das hätte man eventuell vorher mal irgendwie in die KI einprogrammieren können. Dass die nicht so einen Mist macht, aber wer... Really? Alamas. Natürlich töten sie den. Na egal. Dann stelle ich nämlich die hier hin und dann sind die Goldabbauer gesichert. Marktplatz ist schon komplett ausgebaut, okay.
Oder das sollte so schnell... Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen sollte. Das wäre echt sehr seltsam. So. Ihr solltet vielleicht nicht das Gebäude, sondern den Typen angreifen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Okay. Könntet ihr mal weggehen? So. Sammelpunkt steht da. Okay. Dann haben wir ja gleich unsere Armee zusammen. So. Steht das eigentlich da auch dran? Er versucht, ursacht extra Schaden gegen Bogenschützen, Wälle und Türme. Diese Katapulte. Sie sind ein größeres Problem für meine eigenen Leute als für meine Gegner. Das ist ein echtes Problem. So. Somos. Evil Daddy. Zack. Somos. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hallo. Die haben auch alle ihre Einheiten schon. BTF. Können die mal aufhören, direkt in mir Gebäude zu bauen? Um. Alle will meine Steine haben, deswegen. Ich stelle jetzt einfach die beiden hier oben hin. Wir bewachen das Gebiet. So, die kämpfen hier wie die Weltmeister. Breiten sich jetzt hier aus und machen Stück für Stück alles kaputt. Ich glaube, ich schicke die beiden von hier oben auch noch rein. Schadet ja nichts. Ich könnte sie jetzt auch mit ihrem eigenen Steinewerfer anfangen anzugreifen. Ich glaube, das wäre auch lustig. Wir gehen mit da oben auf die Kaserne. So.
Natürlich, immer einer kommt immer mindestens durch. Oh, der hat jetzt auch angefangen, sich mit Dorfbewohnern zu wehren. Die sind hier aber alle fleißig am Kämpfen. So, sobald dieses Ding da down ist, zack, machen wir erstmal das Dorfzentrum weg. Das war irgendwie eine seltsame Kampagne. Das kann man auf jeden Fall sagen. Da habe ich jetzt 12 Leute einfach. Macht alles kaputt. Mal von den komischen Bogenschützen abgesehen, die in unserer Basis randaliert haben, war das ja alles soweit kein Thema. Und der hakt sein brennendes Feld. Der leistet gute Arbeit. Und er hat ein sehr seltsames Sixpack. So. Zack, jetzt machen wir noch die beiden Sachen weg. Dann würde ich sagen, gehen wir das Szenario mal gewinnen. Was wir schon seit 10 Stunden hätten machen können. Das mit den, dass die Steinewerfer gut gegen Bogenschützen sind, muss ich mir auf jeden Fall merken. Das wusste ich nie. Da hab die eigentlich nie benutzt, weil ich die immer irgendwie, keine Ahnung, werfen halt mit Steinchen. Wow. So, irgendwo hat er aber noch Einheiten. Glaube ich. Und ansonsten müsste er jetzt ja eigentlich Doad sein. Sollen wir gucken, dass wir den gekillt kriegen? Wir können mal 2 Kamelreiter ausbilden und gucken, was die können. Ah. Die haben noch eine Kaserne. Na ja, klar, dass sie irgendwo noch irgendwas gebaut haben. Und zack, sie haben gewonnen. Ich habe den Streitwagen noch gar nicht abgeliefert. Sie haben Heliopolis vor den libyschen Plünderern gerettet und die Götter sind erfreut. Der Pharao ist dankbar und hat versprochen, eine Statue mit ihrem Abbild errichten zu lassen. Dies ist eine Ehre, die üblicherweise niemand anderem als dem Pharao zusteht. Werde ich jetzt selber ein Pharao? Also das war echt ein richtig seltsames Szenario. Erstmal das Objective nach 5 Sekunden fertig gehabt und dann gewonnen, ohne die Aufgabe abzuschließen. Nice. Das war's auf jeden Fall dann für diese Folge. Was auch immer da passiert ist. Ich glaube, ich habe mehr Zeit mit Vorlesen von den Intro-Texten verbracht, als tatsächlich mit Spielen, aber das ist halt die Kampagne. Das wird, also später sind die Szenarien deutlich länger und ich muss nicht mehr ganz so viel lesen, aber keine Ahnung, ich könnte es natürlich auch überspringen, aber ich will das nicht überspringen, weil man lernt halt noch ein bisschen was dabei. Ist doch cool. So, vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.